erfassen. Dann musst du sehen, im Laufe dieser Frage Antworten spielen. Du musst natürlich, du musst immer beim Selbst finden. Wirst du feststellen, dass die Antwort am Anfang schnell kommt. Und dann zum Schluss, wenn du, je länger du das machst, umso weniger Antworten und umso langsamer kommen sie. Bis zum Schluss, die letzte Antwort weggewischt hast, dann ist es. Das ist eine ganz leere, aber eine friedliche Leere. Und dann kann es passieren, es häufiger oder es kann passieren, es muss nicht passieren, dass die Antwort aus dem Herzen kommt. Und es ist dann in Form einer Einsicht. Und diese Antwort kannst du nicht mehr hinterfragen. Es macht keinen Sinn, so eine Antwort zu hinterfragen. Es ist auch nicht im Sinne einer Antwort, wie du ihn gelesen hast, du wirst dann den Unterschied sehen. Und wenn wir nichts kommen, okay, dann kommen wir. Aber das ist nicht einfach, ne? Man muss gewillt sein, alles zu hinterfragen. Man darf bei keiner Antwort stehen bleiben. Und brauchst du mal, kannst du mal anfangen, ne? Brauchst du noch nicht mal in die Tiefe gehen. Und du fragst. So wie ich angefangen habe, geht zu hinterfragen, ja? Und was bringt dir das? Wenn du da bist, lerne ich viel. Und was lernst du da? Lerne ich dieses zu machen und jenes zu machen und dieses. Im Grunde genommen habe ich dir damit schon relativ guten Start gegeben, wie man sowas hinterfragt. Aber das ist ja nicht das Einzige, was man macht. Man kann ja alles hinterfragen. Das war ja nun im Grunde genommen ein schönes Beispiel, wie man mit sich selber da umgeht oder wie man selber da im Grunde genommen untersucht. Also nicht, das ist ja auch eine Form von Untersuchung. Den Dingen mal auf den Grund zu gehen. Und das Schöne ist, bei diesem Grunde ist das wunderbar. Das ist wie ein Samariter. Und hast du was Großes ausgehebelt, dann ist ein Samariter so tief. So was Kleines ausgehebelt, dann ist es nur ein kurzer Moment. Hast du aber wirklich was ausgehebelt, dann ist es wohl groß. Und dann kannst du auch ein paar, dann kann es sein, dass du für eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Stunden in vollkommener Stille oder in vollkommener Stille. Und wenn ich sage, das darfst du nicht falsch verstehen, wenn ich sage, da kommt eine Antwort aus dem Herzen, das ist keine Antwort in dem Sinne. Das ist ein Wissen. Ne? Das ist im Grunde genommen die Fähigkeit oder die wahre Natur unseres Typen. Die weiß, der Dinge Bescheid. Die weiß, was richtig ist und die weiß, was falsch ist. Das ist doch ein Dhamma bezeichnet. Das Dhamma weiß genau, wie das am besten geht. Es weiß genau, wie man am besten diese Hindernisse umgeht. Und schifft. Oder wie man Dinge ins Rollen bringt. Und dieses Wissen, das kommt nicht durch Studieren oder das kommt nicht durch Analysieren, sondern es ist da. Das müssen wir nur freilegen. Aber dadurch, dass wir trainiert sind, im Grunde genommen ständig auf die Antworten, die aus unserem Kopf kommen, durchs Denken kommen und durch Erinnerungen hervorgeholt werden, dass wir denen glauben, kommen wir nie zu dieser Stille, kommen wir nie zu diesen Einsichten, was wir in Deutschland als Einsicht, Einsehen, die wahre Natur der Dinge nennen. Deswegen sagt man Einsicht, das ist eine Einsicht. Wir sehen, in dem Moment, wo man das, wir können ja nur einsehen, wenn man den ganzen Kladderadatsch wegtut. Wie Lunga Mahapur, da gibt es ein gutes Beispiel. Er sagt, du gehst im Wald, du bist durstig, und dann findest du Wasser, das aber vollkommen mit solchen Butterblumen oder was auch immer überwachsen ist.
Dann gehst du hin, schiebst die Butterblumen, oder was auch immer das, was auch immer das Liliengewächs ist, ne, beiseite, dann ziehst du das Wasser, dann nimmst du von dem Wasser ein Kosses und du weißt, es ist Wasser. Und du weißt, dass dieses Wasser drin ist. Du siehst es aber nicht, weil es nicht offensichtlich ist. Es ist nämlich im Wald ist alles schön überwachsen. Und so ist auch dieser Teich überwachsen. Und der unterscheidet sich von dem anderen kaum. Also, unsere Art von Untersuchung geht dann dahin, dieses Gewächs, das da das Wasser verdeckt, wegzuschieben. Im Grunde genommen, alle unsere Assoziationen, alle unsere Gedanken wegzuschieben, um mal das wirklich, das klare Wasser zu kosten. Das ist Wasser. Das läuft im Luft. In dem Moment, wo wir wieder rauskommen, das Gewächs geht natürlich wieder zurück. Schiebt sich wieder alles zurück. Aber wir wissen, da ist Wasser. Da findet man die Wahrheit. Da findet man das, was uns im Durst lässt. Aber wir geben uns, oder wir haben unser ganzes Leben trainiert, uns mit diesen Gedanken, mit unseren eigenen Schlussfolgerungen, mit unseren Analysen zufrieden zu geben. Und deswegen kommen wir nie in den Genuss der reinen Frucht dieses Wassers. Wir haben immer gefärbtes Wasser, gesüßtes Wasser, gesalzenes Wasser oder was auch immer. Ne? Das ist nie, im Grunde genommen, nie richtig zum Durchgriff. Und das entsteht nur durch unsere Analyse. Und da sind wir natürlich clever, da sind wir für 20 Jahre sind wir da ausgebildet. Und das natürlich in Angriff zu nehmen, ist keine einfache Sache. Nur Schmerz von mir. Okay? Und wenn Schmerz im Schmerz hat, ne? Also ich kann mich sehr gut an gewisse Dinge an Untersuchungen erinnern, wo ich stundenlang geheult habe. Einfach weil der Schmerz im Herzen so groß war. Ich dachte, okay, heul weiter, aber muss sein. Das Leben geht weiter. Ob du im Schmerz ist, ob dann eine Niederdrückung ist oder ob ihr das Gefühl habt, verletzt zu sein. Das ist doch egal, ne? Okay, wie habe ich so schön gesagt, ne? Okay, du bist verletzt und ich mache weiter. Ich meditiere, du kannst was auch immer, du kannst grummeln oder du kannst missmutig sein oder was auch immer. Wenn dir das recht ist, ich bin weiter los. Ich mache weiter meinen Buckel oder ich mache weiter meinen Bus. Egal was für Gefühle entstehen, ich bin mir der Gefühle bewusst. Nein, nein. Da bist du immer noch da. Okay. Ja, komm mal. Auch nicht mehr. Weil, ich lehre. Das kann mein Mann mal sein. Ja? Kann mein Mann sein. Nein. Alles haben zum Lehren. Ja. Wie hast du das verstanden? Was auch immer wir nicht untersuchen, da ist die Gefahr im Kosten, dass die Chinesen oder die Macht der Chinesen sich dahinter sieht. Im Grunde genommen, wenn wir unser Leben, wenn wir jetzt unser Dhamma-Leben betrachten oder unsere Entwicklung auf den spirituellen Leib, dann hat für uns das Herz im Grunde genommen hat immer was gesucht. Der Verstand hat zwar nicht gewusst, und das Kai hat es ja wirklich ganz offen und ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was mich hierher geführt hat, es werden wahrscheinlich meine Engel geben. Wir wissen nicht, was uns dahin geführt hat und dahin geführt und dahin geführt hat. Aber es leidet im Grunde genommen, wenn wir dieses Gefühl haben, wir wollen die Bahn verwirklichen,
dann wird uns das Herz in den Situationen leiden, wo wir was lernen können. Wir kommen in Situationen, oder wir werden mit denen konfrontiert, wo wir die richtige Entscheidung fällen können, das heißt nicht müssen. Also wir können uns immer gegen das Dharma entscheiden. Aber wir können uns auch immer für das Dharma entscheiden. Und am Anfang, aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, war das für das Dharma sich zu entscheiden immer schmerzvoller, als sich gegen das Dharma zu entscheiden. Das war immer einfach. Ich weiß noch, in dem Moment, wo ich mir vorgenommen habe, so jetzt hast du deine Arbeit, jetzt gibst du deine Arbeit auf und ziehst in die Hauslosigkeit. Ich wollte das. Keine Frage. Aber mein Herz hat geschmerzt für Tage oder Wochen. Das wollte einfach nicht loslassen. Das wollte mir immer wieder weismachen, ach, du kannst doch auch an der Welt deine Zufriedenheit finden. Aber im Grunde genommen wusste das damals doch. Und deswegen hat es auch gepocht. Und auch dann war ich wieder dann. Dann war ich dann in der Hauslosigkeit und war in England. Und dann habe ich das Buch von Daniel Jamal vorgelesen. Und dann musste ich zu diesem Lehrer musste kommen. Oder zu diesem Lehrer musste gehen. Ja, die Chinesen haben 4 Jahre lang haben sie mir das Leben schuld. Weil sie einfach nicht gehen. Und ich hab denen damals, weil ich einfach noch nicht genug Weisheit gehabt habe, habe ich ihnen gefolgt, weil sie irgendwo logisch waren, irgendwo rational. Jetzt gehst du nach Thailand, du kannst die Sprache nicht, wie kannst du dich da unterhalten, du musst erst die Sprache lernen und so weiter. Und dann der Platz, ne, das ist mitten im Wald, und der hat, und der wirkliche Lehrmeister, der kann ich tritt, ne? Das hat alles irgendwo gewogen, mich dazu bewogen, das in die Länge zu strecken. Und nachhinein habe ich es natürlich bereit. Das hat mir 4 Jahre dafür geschafft. Nein, jetzt wollte ich nach dem Lehrer ausprobieren, also in meinem Fall war es Ayakima, dann will ich erstmal noch ein Jahr in den Kloster verbringen hier in England, mal schauen, ob es nicht hier doch auch möglich ist. Wenn man dann mal von dem Punkt an gefolgt, dann wäre ich sofort nach Thailand gegangen. Das war wahrscheinlich zu meinem Besten. Aber so habe ich mich von diesen Ratschlägen der Chinesen habe ich mich etwas für eine längere Zeit, für ein paar Jahre in die Irre schlafen. Und wenn jemand gewesen wäre, der mich da zurechtgestauft hatte, nein, war keiner, der mich zurechtgestauft hat, sondern jeder, der meine Befürchtungen und der mein Abwarten verstärkt. Interessant. Inklusive meine 2 Lehrer. Das ist nichts, das schaffst du nicht, das brauchst du nicht, das bringt dir nichts. Alles gesagt, ne? Und das hat ja nur das alles noch verstärkt. Aber in dem Moment, wo ich dann mit dem Schloss habe, so, jetzt gehst du aus, Schloss aus, jetzt hast du lange genug gewartet. So. Und dann habe ich einfach ganz kalte Wasser gespielt. Egal was die Leute gesagt haben, ich sag, so ist das okay. Und dann bin ich hierher gekommen, da war ich ein paar Tage da und sagte, Mensch, du bist doch ein Idiot. Du bist doch wirklich ein Vollidiot. Hast du 4 Jahre deines Lebens verplempert? Und das sind ja Jahre, ne, wenn man noch relativ jung ist, das sind ja kostbare Jahre. Je älter man wird, umso schwieriger ist es einfach aufgrund der körperlichen Konstitution. Das heißt nicht, dass man das dann machen kann, wenn man älter ist. Man
das wird alles ein bisschen schwierig. Ist nicht mehr so einfach, wenn man jung ist. Okay, was kostet die Welt? Also, zack, auf. Dann nimmt man seine Arme in Bein und geht. Und wenn man dann mal 35 ist, dann überlegt man sich 10-mal, ob man seine Arme in Bein nimmt. Ah, seine Beine haben. Und vergiss nicht das, was ich heute gesagt habe. Körper, Gefühl, Erinnerung, Assoziation, Gedanken, Bewusstsein. Das sind alles nur Hilfsmittel. Das sind alles Werkzeuge. Wer auch immer auf dem Thron sitzt, der ist jetzt ein Nietzsche, Marina Sperma, hat die Macht über diese Werkzeuge. Man kann eine Erinnerung dazu verwenden, um gewisse Dinge, um sich an gewisse Dinge zu erinnern, an gewisse Einsichten, die man gehabt hat, aber denen man nie gefolgt ist, zu erinnern. Sind die Gläser an der Regierung, dann kommt diese Erinnerung nicht hoch. Oder man kann denken in dem Sinne, das lassen wir doch das mal untersuchen. Wenn es da mal auf dem Tor sitzt. Wenn ich gelesen habe, kommt, was könnte ich jetzt machen, dass ich ein schönes Leben habe? Oder was bräuchte ich denn noch alles? Ich habe ja meine Zukunft, die vollkommen unsicher ist, habe ich mir ja vollkommen schon ausgeplant, was ich machen will, wenn ich das erreicht habe. Also wenn ich Ingenieur bin, dann will ich das und das machen. Ne? Ich habe doch mein ganzes Leben schon geplant. Ich habe, in anderen Worten, ich habe mein ganzes Leben am Leben vorbeigeplant. Weil das Leben passiert jetzt in dieser einen achtsamen Minute oder Sekunde. Da ist das Leben. Und meine Planungen haben mit meinem Leben nichts und wieder nichts zu tun. Weil das Leben jetzt ist, achtsam zu sein, ob ein Gefühl entstanden ist, achtsam zu sein, ob ein Gedanke entstanden ist, achtsam zu sein, ob eine Erinnerung entstanden ist, achtsam zu sein, ob wir viel Körperkontakt haben oder ob der Körper ins Bewusstsein gelangt ist oder ob einer der Sinne ist, ob einer der Sinne ins Bewusstsein gelangt ist, ne? Was auch. Das ist das, wenn man wirklich will. Aha, da ist ein Gedanke. Aha, da ist nicht ich denke oder ich erinnere mich, da ist ein Gedanke. Aha, da ist ein Gefühl. Aha, dieses Gefühl ist unangenehm. Und ich lese das kommt noch, warum ist dieses Gefühl unangenehm? Weil ich das erlebt habe oder weil ich den gesehen habe oder weil dies passiert ist oder nicht. Ja? Das sind alles die Gelesen. Damals sieht man, aha, da ist ein Gefühl. Aha, dieses Gefühl ist unangenehm oder angenehm oder neutral. Ah, okay, alles klar. Das ist nur einfach wie ein objektiver Beobachter. Aha, da ist ein Sinneseindruck. Ah, alles klar. Ah, das ist Hören. Ah, das ist Sehen. Ah, das ist Tasten. Das ist Schmecken. Und beim Schmecken kann man dann sagen, aha, das ist salzig, das ist süß, das ist sauer, das ist fett oder was auch immer. Es gibt glaube ich 700 Menschen. Habe ich nicht genau gehört. Das war nicht. So, jetzt ja, noch speisig, ne? Jetzt mal auf den richtigen Dampf. Ja, komm, ich werde nicht mehr weg. Das möchte ich jetzt, kommen wir auf den richtigen Dampf. Das ist ein scheiß Wort. Und das zieht dich nicht runter, weil mit dem Gedanken entsteht automatisch und mit jedem Gedanken ist ein gewisses Gefühl. Dann denkst du den Gedanken, wie öfters du denkst, umso tiefer wird das Gefühl.
schneidest den Gedanken ab, dann ist das Gefühl gerade für eine Weile dabei und dann ist es weg. Schneidest die Erinnerung ab, das Gefühl, das an die Erinnerung gehängt ist, ist auch weg. Siehst die Erinnerung nochmal hervor und versuchst dich noch genauer zu erinnern, stirbt doch das Gefühl mit der Erinnerung. Ist doch ganz klar. Und dann kommen noch Gedanken dazu, das will ich aber nicht, oder das passt mir gar nicht, und das ist unangenehm, oder der spinnt, oder der hat nicht recht, oder was auch immer. Solche Gedanken kommen hier rein. Und die verstärken natürlich das Gefühl. Und zum Schluss haben wir dann eine richtige Emotion. Und da müssen wir natürlich tief durchatmen. Wir haben nicht gemerkt, weil unsere Achtsamkeit einfach nicht so schnell war, dass sich das alles aufgebaut hat. Klar, natürlich kann sich das innerhalb von einem Augenblick aufbauen. Das ist doch ganz klar. Weil innerhalb eines Augenblickes haben wir 3000 Geistesmomente. Wenn wir aber bei jedem Geistesmoment dabei sind, dann sehen wir auch, wie die Dinge entstehen. Sind wir nicht dabei, oh, und plötzlich werden wir von der Lawine erschlagen, die wir erzeugt haben. Interessant. Ne? Es liegt nur an uns. Und deswegen wirst du jetzt auch verstehen, ne? Dass Achtsamkeit oder Sati, ne? Das ist das Gewahrsein. Das Gewahrsein eines jedes Geistesmomentes. Nicht eines Gedanken, eines jedes Geistesmomentes. Dass das der Schlüssel ist zur Erleuchtung. Deswegen sagt der Abend, wer diese Achtsamkeit hat, ununterbrochene Achtsamkeit für 7 Tage, der kann nach den 7 Tagen oder am Ende dieser 7 Tage, in 7 Nächten, die Erleuchtung verlassen. Ist die Achtsamkeit nicht so groß, man braucht 7 Wochen, 7 Monate, 7 Jahre, 7 Leben. Es hängt alles nur von diesem Grad der Achtsamkeit. Sind wir willig, einfach nur gewahr zu sein, einfach ein ganz objektiver Beobachter, der einfach in seinem Kinostuhl hockt und einfach nur schaut, was auf der Leinwand ab sich geht. Sagt, aha, da kommt einer von links, aha, da kommt einer von rechts, aha, der von links, der haut ihm einen von rechts, einen auf die Backe. Aha, okay, der schlägt zurück, oder der setzt sich hin, oder der fliegt um. Der ist K.O. oder der ist tot, ne? Und so weiter. Und dann geht das nächste weiter. Dann geht es ja weiter. Und dann schauen sie sich das alles an. Ne? Aber das hat mit demjenigen, der auf dem Theaterstuhl oder im Kinostuhl hockt, nichts zu tun. Das ist das Prinzip von der Natter. Das bin ich nicht, das gehört mir nicht, das ist nicht mein Selbst, verdammt nochmal. Und am Anfang muss ich das vielleicht 10 oder 100 Mal sagen, bevor ich diese Distanz finde. Und plötzlich sehe ich, aha, wirklich, ich sitze da in dem Stuhl und, ah, da ist ein Gefühl und das ist unangenehm. Okay, alles klar, zack. Aha, das Gefühl ist unangenehm, ah, das ist aber entstanden, ne? Das ist ja ein Nietzsche, ne? Das ist entstanden, also wenn es entstanden ist, dann muss es doch auch wieder vergehen. Also dann warte ich halt mal ab, bis es vergeht. Und dann sehen wir auch, wie es vergeht. Wenn man es nicht ständig mehr, das kann man natürlich. Das kann man natürlich nur dann, wenn wirkliche Gewahrsamkeit ist. Wenn jemand wieder in Gedanken rein will und sagt, okay, du hast jetzt keinen Platz, raus. Wenn man wie eine Erinnerung hochkriecht, dann hast du jetzt keinen Platz, raus. Ich schaue mir jetzt nur das Gefühl an. Dann will ich jetzt ganz vollkommen dabei sein. Wir genau verstehen, was ist denn jetzt im Grunde genommen mein unangenehmes Gefühl. Oder, was ist jetzt ein Gedanke? Ja, interessant. Interessante Frage. Was ist jetzt Gedanke? Kommen Gedanken und fragen, was ist ein Gedanke? Nicht intellektuell, denn lieber, das ist einfach mal die Frage gestellt. Was ist das eigentlich? Bup, macht es nämlich im Gehirn. Das ist nämlich, Blick macht dein Gehirn, aller Gedanke formt sich. Ah, das ist ja interessant. Das sieht man nämlich den Anfang des Gedanken. Dann sieht er, da sieht man genau, wie der sich so langsam entwickelt, dann ist ein halber Gedanke, aber ist noch nicht zu Ende gedacht. Und dann ist der Gedanke zu Ende gedacht. In dem Moment, wo er zu Ende gedacht ist,
zieht er natürlich den nächsten Gedanken schon wieder an sich. Stopp. Genau. Sag mal, doch nur bei diesem einen Gedanken. Nicht den Gedanken wieder hoch, sondern also nur den A, ein Gedanke entsteht, ein Gedanke vergeht. Das Ganze, wenn du ein bisschen Achtsamkeit hast, ein bisschen Gewahrsam hast, merkst du, wie in deinem Herz etwas blöd macht, etwas sich zusammenzieht, zack. Und dann fängt was an zu stehen. Und wenn du dann noch achtsamer bist, dann siehst du da, wie der Vorgedanke, bevor überhaupt was im Gehirn entsteht, irgendwas im Chitter entsteht. Ah, da will sich ein Gedanke entwickeln. Und dann fängt das Chitter an, sendet seine Informationen zum Gehirn hin, also denk mal. Zack. Und dann ist der Gedanke entsteht. Untersuchung ist, den Dingen auf den Grund zu gehen. Nicht mit den Resultaten, mit den fertigen Resultaten, mit dem fertigen Spinat und mit den Kartoffeln, mit den Fellkartoffeln oder Salzkartoffeln oder gebratenen Kartoffeln, sagen, okay, na, das ist eine gebratene Kartoffel. Aber diese gebratene Kartoffel existiert im Grund. Es gibt eine Kartoffel und alles andere, was aus der Kartoffel gemacht wird, ist Zuckersatz. Also, es gibt den Körper. In dem Körper gibt es die sechs Sinne, da gibt es Gefühl. Das Gefühl kann man jetzt auch unterscheiden, grob unterscheiden, ein körperliches Gefühl oder ein geistiges Gefühl. Oder das Gefühl kann man unterscheiden in ein angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl oder neutrales Gefühl. Okay, das ist Realität. Erinnerung ist Realität. Assoziation ist ein Teil von Erinnerung, ist auch Realität. Gedanke, da ist ein Gedanke, ne? Nicht Gedanke. Und das ist ein Bewusstsein. Bewusstsein im Moment ist sich nur bewusst, dass irgendetwas in uns einen Kontakt mit dem Sinne aufgenommen hat. Das ist alles, was existiert. Und jetzt überleg dir mal aus diesen fünf Zutaten, was da ein gelernter Koch, was für verschiedene Arten von Zucker da verteilt hat. Hochinteressant. Weil das ganze Universum entsteht aus diesen fünf Kontexten. Das Universum, so wie wir es kennen, so wie wir es kennengelernt haben, so wie wir in dem gelebt haben, besteht nur aus diesen fünf Zutaten. So wie ein gelernter guter Koch mit fünf Ingredients nur in den verschiedenen Abschmecken. Und wenn du jetzt 20% rein, von den 30% von den 50% von den 5%, ne? Jedes Mal zaubert eine andere Speise. Das ist die Trickhaft. Und die müssen wir natürlich zu verstehen. Die müssen wir lernen zu untersuchen. Deswegen machen wir am Anfang, okay, ne, erstmal alles wieder zurückführen auf das, was es wirklich ist. Aha, das ist ein Gedanke. Aha, da ist ein Gefühl. Aha, da ist das. Aha, da ist das. Und wenn man das noch so macht, wir sind vollkommen in Ruhe. Da sind wir nämlich derjenige, der im Kinostuhl hockt und nicht oben auf, oder im Theaterstuhl hockt und nicht auf der Schaubühne agiert. Das ist nämlich was anderes. Der kriegt nämlich die Schläge mit. Da wird immer von einer Ecke in die andere geschmissen. Und derjenige, der dann in den Theaterstuhl hockt, sieht das. Warum ist denn das so? Dann lässt sich immer irgendwie ein, das wird er das machen, wenn wir jenes machen, dann wird er nicht getroffen werden. Aber das ist ja nicht der Fall. In dem Moment sind wir auf der Bühne. Ne? Und dann versuchen wir auszuweichen, haben aber nicht einfach nicht die Übersicht. Wir sind mitten im Geschehen. Derjenige, der da ganz ruhig da auf seinem Theaterstuhl hockt, ne? Der ist sich doch des Geschehens vollkommen bewusst. Und das ist nichts anderes als unser Satz. Das sind die Dinge, aha. Das sieht, was ist gut und das sieht, was ist schlecht. Was ist notwendig und was ist nicht gut. Derjenige, der im Geschehen drin ist. Und wir sind ja meistens ständig drin. Das zieht uns ja rein. Wir wollen ja damit agieren. Das ist ja das im Grunde genommen, was wir herausfinden müssen, welche Kraft, welche Macht zieht uns denn von unserem Kinostuhl hoch oder von unserem Theaterstuhl hoch und lässt uns in dieses Schauspiel agieren.
Und in dem Moment, wo wir in diesem Schauspiel kämpfen und agieren, dann tut es weh. Beobachten wir nur das, dann tut es weh. Aber in dem Moment, wo wir reingezogen werden in das Schauspiel und denken, jetzt muss ich ja was machen, das kann ich mir doch nicht gefallen lassen, oder das kann ich nicht akzeptieren, oder das muss ich doch tun, oder jenes muss ich doch tun, oder das muss ich noch vollbringen, dann sind wir nämlich schon auf der Schaubühne, dann sind wir schon auf der Schauspielbühne, oder auf der Kinoleinwand. Und dann müssen wir erstmal mit Anstrengung, mit Mühseligkeit und Anstrengung sagen, hey, verdammt nochmal, geh doch runter von deiner Bühne. Und setz dich wieder hin und schau das dir einfach mal an, was denn da passiert. Und dann ist da auch kein Druck. Wie man sieht, wie man beobachtet, wo kommt das Verstehen? Oder kommt die Einsicht? Die Einsicht entsteht im Herzen. Das ist nämlich nichts anderes als der da auf dem Theaterstuhl hockt. Ne? Und wir müssen verstehen und wir müssen lernen und verstehen dann irgendwann mal, wenn wir gelernt haben, uns hinzusetzen und nicht ständig zu agieren. Müssen wir verstehen, was für ein Atemmechanismus ist das, die uns immer wieder in dieses Schauspiel reinrutschen lässt. Dann sind wir natürlich in dem Schauspiel drin, dann kreieren wir natürlich auch Kammer. Und wenn wir auch mit dem Kammer umgehen können, dass wir kreieren. Sind wir in dem Schauspiel nicht drin, kreieren wir auch keinen Kampf. Dann machen wir auch in diesem Moment keinen Kampf. Mit anderen Worten ist das selbe wie Tennessee heraus. Hast du einen Moment von Gewahrsam oder einen Moment von Zeit, sind ja keine Chineses. Und nur die Chineses können Kampf werden. Deswegen ist Zeit so wichtig. Und das dürfen wir unter keinen Umständen, in welche Umgebung wir auch Sinn verlieren. Wir müssen im Grunde genommen ständig, dieser Beobachter, diese Stimme müsste ständig neben uns stehen und ständig im Grunde genommen beobachten, was wir tun und es dann auch noch kommentieren und sagen, hey, wieso machst du das, was? Wieso schaust du nach links, wieso schaust du nach rechts, wieso machst du eine abwehrende Haltung? Das ist nämlich eine abwehrende Haltung. Das ist ja interessant. Na, ist diese abwehrende Haltung, die wir jetzt, bitteschön, ne? Nachfragen sind ja erlaubt, ne? Ist diese abwehrende Haltung, die du jetzt einnimmst, angenehmes Gefühl oder unangenehmes? Und dann schaust du hin und siehst es ein unangenehmes Gefühl. Es ist nämlich etwas, jede Form von abwehrender Haltung ist etwas, was das Herz zusammenzieht. Und wenn ein Herz zusammenzieht, dann sind wir nicht offen. Und es ist etwas unangenehm. Bei Furcht zieht es sich zusammen, bei Angst zieht es sich zusammen, bei Hass zieht es sich zusammen. Ja, sind alles unangenehme Gefühle. So, und dann die nächste Frage. Ja, und warum tust du das ab, mein lieber Freund? Und ich habe mich aufgepasst. Ich habe mich aufgepasst und die Schlawiner haben mich einfach wieder ins Schlamassel gezogen. Von da. Wer sind die Schlawiner, die sagen, das hat sie gelesen? Die heißen nicht umsonst der Markier. Ein Markier fasziniert Leute, indem man den Tricks vorführt. In dem Moment, wo derjenige, der ist nun schon seit Jahren Millionen von Leben, der diesen Tricks zugeschaut hat und sagt, jetzt, also langsam werden mir diese blöden Tricks langweilig. Ich möchte mal wissen, wie der diese macht. Ne? Und dann geht er auf, ne, und geht hinter die Bühne und sieht, wie der Markier die Tricks macht. Und das ist ja das gerade, was ich dir erzählt habe. Hinter die Bühne zu schauen.
Und dann sieht man, wie der Trick fasziniert erzeugt wird. Ja, und dann hat er natürlich kein Interesse mehr. Der lockt ihn nicht mehr vom Ofen, in dem Ofen hervor. Hat er mal gesehen, wie der Trick erzeugt wird, dann lockt ihn dieser Trick nicht mehr vom Ofen, in dem Ofen. Und das ist ja genau, was ich dir am Anfang gesagt habe, ne? Wie man die Untersuchung anfängt. Man schaut es, aha. Und dann hinterfragt man es. Und dann tut man das, oder man tut das ganz am Anfang, vielleicht am Anfang ist alles zu schwierig. Und dann sagt man, okay, halt. Was ist das? Aha, da ist ein Gefühl. Ah, halt, was ist das? Ah, Körper. Oder Sinneswahrnehmung. Ah, halt mal an, was war das jetzt gerade? Aha, das war ein Gedanke. So. Und wenn wir das mal angehalten haben, dann können wir schauen. So. Je achtsamer wir sind, umso mehr kriegen wir natürlich mit. Das ist doch ganz klar. Wenn dein D-Zug mit 3000 Stundenkilometer vorbei vorbeirauscht, dann kriegt man nichts mit. Weil unser Sat ja auf 1 Stundenkilometer ist. Und dann fangen wir an zu rennen, bis man jeden dieser geistigen Momente, der in einem Augenblick abgeht, mitkriegt. Und dann sehen wir alles. Dann ist alles offenbar. Da ist nichts mehr verborgen. Dann sehen wir, das erzeugt das, das triggert das, das hat das mit sich, ne? Das hat das mit sich, so wie ich dir das im Grunde genommen erklärt habe. Das siehst du dann mit deinen eigenen inneren Augen. Aha, da ist ein Gedanke und mit dem kommt automatisch diese Art von Gefühl. Dieser Gedanke hat automatisch dieses Gefühl attached. Diese Erinnerung hat dieses Gefühl attached. Wenn die zwei sich jetzt verbinden, wenn dieser Gedanke mit einem ähnlichen Gefühl diese Erinnerung hervorruft, dann wird natürlich, und das hat auch ein ähnliches Gefühl, dann wird das ähnliche Gefühl verstärkt. Und es passiert so schnell, dass wir innerhalb von einem Augenblick oder von ein paar Sekunden oder von ein paar Minuten eine handfeste Emotion haben und nichts anderes eine handfeste Lawine haben, die uns erdrückt. Und dann suchen wir natürlich nach dem Schuldigen. Wer hat jetzt das bei mir hervorgerufen? Nicht wissen, dass wir das waren, die das ins Rollen gebracht haben. Und dann ist natürlich der nächste Depp, der da steht, der Schuldige. Der hat es bei mir hervorgerufen. Dem muss ich jetzt das sagen. So darf der nicht mehr handeln. Nichts da, hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Den haben wir nämlich erst, nachdem das bei uns entstanden ist, haben wir den wahrgenommen. Und da wir es nicht zulassen wollen, dass wir der Schuldige sind, naja, und so mal nach dem Scapegoat. Wir machen Sünden. Und das ist immer leicht. Sei das jetzt unsere Umgebung, seien das unsere Mitmenschen, oder sind es unsere Verwandten oder Familien oder die Regierung oder der Staat oder dies oder jenes. Oder auch das Wetter. Das kann so viel sein. Das ist Wetter. Heute ist es so regen, heute ist es so dumpf. Ne? Das ist genau das. Ne? Deswegen habe ich das. Scheiße, du hast. Das hast du, weil du selber erzeugt bist. Weil du nicht achtsam gewesen bist. Weil du nicht gewahr genug gewesen bist. Weil du den D-Zug an dir vorbeirauschen hast. Das will ich. Wir sind achtsam gewesen, wäre es nicht so weit gekommen. Dann hättest du nämlich jeden Gedanken, okay, einen Gedanken, los. Wechsel. Nicht jedenfalls. Es ist so simpel. So simpel, dass es kein Mensch sehen kann. Dass kein Mensch wahrnehmen kann. Und wenn du jetzt unsere Welt anschaust, wie komplex ist, und die wollen es immer noch komplexer machen, und noch mehr Methoden, und noch mehr Theorien, und noch mehr.
jetzt müssen wir die Theorie, ne, der stimmt irgendwas mit diesen, und dann sind wir noch das mit ein, und noch das mit ein, und noch das mit ein. Und wir gehen von 100 ins 1000. Wenn man allerdings den anderen Weg zurückgeht und vom 1000 ins 100 und vom 100 ins 10. und vom 10. in die 5 kann das gehen, dann wird man alles verstehen. Dann wäre das klar wie Butter. Oder klar wie so. So. Genau. Ich hoffe, er lehre dir das, dass du darüber nachdenken kannst. Aber im Grunde genommen, weißt du, ist es das Situation innerhalb deines Herzens. Dann ist man, dann sind nämlich die ganzen Dinge geschrieben. Dann sitzt er da und noch schaut er, ah, okay. Ah, okay. Die Dinge einfach. Klar, ich weiß, das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Aber immer wieder versucht, genau nach unserem deutschen Sprichwort, ein stiller Tropfen hüllt den Stein. So. Jetzt ein Tropfen, nach ein Tropfen. Nein, nein. Je mehr Tropfen fallen, desto besser. Je mehr Tropfen der Achtsamkeit fallen oder Gewahrsamkeit fallen, ja, umso schneller verschwindet dieser Stein. Das ist ja genau der Stein im Herzen. Den wollen wir doch verschwinden lassen, oder? Der drückt nämlich ständig auf unser Herzen, der macht uns doch die ganze Mist. Der bereitet uns auf das ganze Glück, das wir haben. Mit Achtsamkeit und dann ist es gut, aber da eben hin. Und wir dürfen uns eben einfach ordentlich verzetteln. Jetzt habe ich mir das mal. Der gleich wiederkommen, weil er seinen Schicken hat. Was weißt du? Ja, wo ist denn dein Warmer? Du hast ja. Was kann?